Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Hier führe ich euch jetzt vor, dass es definitiv möglich ist, mit eurem Sony PS3 Controller, mit eurem Smartphone zusammenzuspielen. Was ihr vorab wissen müsst, ihr braucht ein geroutetes Handy. Routen heißt natürlich jetzt keine neue Betriebssoftware, keine neuen Flash, sondern einfach nur das Handy routen, dass ihr halt Superuser seid. Wie das geht oder vielmehr, was Routen überhaupt ist, das kann ich euch auch verlinken später in der Info. Also da müsst ihr eigentlich keine Angst haben. Was ihr auch noch braucht, ist das Programm Six Access. Es kostet ca. 1,40 Euro. Damit bringt ihr das Ganze zum Laufen. Und ebenfalls mit Six Access habt ihr auch nochmal eine kostenlose Version, wo ihr dann sehen könnt, ob euer Mobiltelefon dafür auch kompatibel ist. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Also ich führe euch jetzt mal vor, dass das Ganze auch funktioniert. Wie es sein soll. So. Also ihr seht schon, es funktioniert sehr gut. Ich hatte es mir auch am Anfang nicht glauben können, dass es wirklich funktioniert, aber es geht tatsächlich. Falls ihr dann noch ein wenig Geld über habt, dann würde ich euch noch empfehlen, ein HDMI-Kabel zu kaufen. Das kostet ca. 20 Euro. Das könnt ihr bei Amazon kaufen. Das habe ich hier auch nochmal. Das seht ihr hier. Das könnt ihr dann am Fernsehen anschließen. Also die eine Seite an eurem Mobiltelefon, vielmehr an eurem Handy. Die andere Seite dann, da kommt dann das Kabel rein. Da schließt ihr alles am Fernsehen an und somit habt ihr eine voll funktionstüchtige Konsole. Die ROMs, die könnt ihr euch im Internet runterladen. Also die ROMs, das sind die Spiele. Zum Beispiel hier Super Mario Kart oder halt Super Mario World. Das werde ich alles in der Info unter diesem Video dann verlinken. Zu Fragen und Antworten steht natürlich auch gerne bereit. Viel mehr zu Fragen, ich werde antworten. Aber ansonsten ja, hoffe ich, dass euch dieses Video gezeigt hat, dass es definitiv möglich ist zu spielen. Wie gesagt, am Anfang konnte ich es auch nicht glauben, aber wie gesagt, was ihr wissen müsst, ist, dass das Handy geroutet sein muss. Ohne Root funktioniert gar nichts, weil ihr braucht schon die Super-User-Admin-Rechte, vielmehr die, das Programm braucht die Admin-Rechte. Ohne funktioniert es leider nicht. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und falls Fragen da sind, bombt mich damit zu. Ich werde versuchen, sie zu beantworten, werde hier jetzt noch bis Platz 1 durchdüsen und ja, ansonsten... Wie gesagt, einfach immer wieder die Infos nachschauen. Die ganzen Links werde ich dort reinstellen. Und ja, ansonsten war es das eigentlich schon. Ich werde jetzt mein Ziel hier schön durchqueren und wünsche euch viel Spaß.